Hallo liebe Handballfreunde und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Wir sind heute in der Reifebahn Sporthalle und freuen uns auf die weibliche C-Jugend des SV Grün-Weiß Schwerin 2 gegen die Vertretung vom Rostocker Handballclub. Von der Tabelle her eine recht klare Angelegenheit. Grün-Weiß Dritter, Erster ist die erste Mannschaft. Rostock steht auf Platz 11 und man muss gucken, Rostock mit einem Prestigeerfolg gegen Neubrandenburg, aber von der Tabelle her müsste das ein klares Zeichen sein. Wir wollen gucken, wie sich das heute auf dem Spielfeld auswirkt. So, das Obligatorische ist gemacht und das Spiel ist angepfiffen. Grün-Weiß Schwerin 2 gegen den Rostocker HC. Und die erste Chance von außen von Paula Mönnig für Grün-Weiß Schwerin. Und der erste Angriff jetzt für den Rostocker HC. Um sie ins Spiel kommen. Wir spielen hier. Ob das sogar eine 3-3-Deckung? Schimmerfaul abgepfiffen. Und jetzt gibt es 7 Meter und direkt die gelbe Karte gegen Franziska Rick. Und erste 7 Meter. Und er ist drin. Maria Einke. Mit dem 1:0. Schön sehen bei dem Konterlauf 4 Grün-Weiße vor der kompletten Rostocker Abwehr. Mal aber nicht drin, jetzt das 1-1, schönes Kreisanspiel und der Treffer. Ausgleich für Rostock, Miriam Flachsmeier mit dem Treffer zum 1:1.
Ah, schönes Kreisanspiel und der Ball fällt rein. Hatte Glück gehabt. Von Paula Mönnich zum 2:1. Schöner Pass, den nimmt sie auch schön mit und dann kriegt sie den Sprung nicht rüber, sich zu drehen und dann aufs Tor richtig zu werfen. Nur mit Glück landet der Ball dann im Tor. Der Ball vorbei und es gibt jetzt die gelbe Karte gegen Janne Peter Reit. Und 7 Meter für den Rostocker HC. Und er ist sicher verwandelt von Franziska Rick zum 2:2. Also es war wieder gut gespielt, als Doppelpass gedacht. Peter Reint mit Heinke. Aber der Ball am Tor vorbeigeworfen, deshalb bleibt es beim 2:2 Angriff für den Rostocker HC. Die Hand ran von Elena Litzbarki. Und schön durchgesetzt von Janne Peterreit. Das 3:2. Für Grün-Weiß-Sperrin und gelbe Karte gab es noch gegen Tabea Zippel auf Seite des Rostocker HC. Ball ist weg. Bleibt sich fest, da ist kein Durchkommen. Heinke schön aus rausgespielt, da ist sie völlig frei. Und gehalten der Ball von Josephine Nau. Und Fußentschieden Ballbesitz für Rostock. Mal ein sehr interessantes Detail, was auffällt bei Grün-Weiß-Sperrin. Die Spielerinnen haben alle samt zwei verschiedene Socken an. Einen dunklen und einen weißen. Scheint so eine Art Glücksbringer zu sein. Und den Ball hat sie klasse gehalten, Jette Rattensberger. Und der Treffer von Franziska Rick. Jetzt weiter in dem Spiel zum 3:3. Viel Platz zum Werfen, Paula Mönnich macht das aber nicht, der Ball viel zu weit.
Maria Heinke. Und eine Rostocker Spielerin umgefallen. Aber es geht weiter. Anne Gebert. Gebert war das. Muss Schwerin neu aufbauen. Kommt sie zu spät, aber Maria Heinke setzt sich da durch. Und es gibt noch, auch noch Gelb jetzt gegen Anne Gebert. 4-3. Und wieder das Tor von Franziska Rick. Außer Distanz 4-4. Und wieder Maria Heinke schön im 1-1 durchsetzt. Ihr dritter Treffer 5-4. Klasse Pass und der Treffer, super abgeschlossen dieser Konter, Jessica Claude mit dem Treffer und der Pass von der Torhüterin Jette Rattensperger. An der Seite sehen wir, Jessica Claude hat sich da wehgetan scheinbar. Wird er jetzt auf der Bank umsorgt. Und dafür Lilly Rohloff jetzt im Spiel. Und das war hervorragend gespielt. Mit dem Doppelpass von zwischen Mönig. Und Heinke reißen sie die Lücke und Janne Pittereit am Kreis bekommt dann frei den Ball, aber der Ball muss natürlich dann auch ins Tor. So bleibt es beim 6-4 für Grün-Weiß-Schwerin. Schwacher Ball von Franziska Rick und der Konter Maria Heinke und die Latte. Sagte Schwerin, der Trainer, gerade schöne Arbeit, denn Maria Heinke, Versuch Nummer 2 diesmal, dann drin zum vierten Treffer.